Dieses Video soll zeigen, wie man ein YouTube-Video in ein Fronter-Dokument so einbaut, dass sich kein extra Fenster öffnet, sondern das Video direkt bei Fronter abgespielt wird. Ich gehe dazu zunächst in meinen Materialienordner und ich werde jetzt einfach ein neues Dokument erstellen. Dazu befindet sich hier oben dieser Button Neues Dokument. Und wenn ich das tue, gebe ich dem Dokument erstmal einen Namen, Einbindung Video, und ich stelle das Dokument auf den Typ Seite. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Eine Seite kann sehr verschieden aussehen. Ich wähle jetzt einfach mal eine ganz leere Seite und bestätige mit Weiter. Ja, eine Seite ist ein sehr komplexes Gebilde. Ich möchte jetzt einfach mal nur einen Textbaustein erstellen. Wenn ich das tue, bin ich in einem normalen Texteditor und ich sage jetzt, hier ist mein YouTube-Video. Ich kann also ganz normal schreiben, ich kann das auch bisschen formatieren, wie ich will, aber das ist ja gar nicht das Ziel. Ich möchte ja jetzt in YouTube wechseln und ein Video, das ich gerne platzieren möchte, dorthin kopieren. Und dazu gibt es in YouTube einen sehr versteckten Hinweis, der sich erst dann öffnet, wenn man auf Weiterleiten klickt. Wenn ich Weiterleiten angebe, steht dann da auch dieses Video weiterleiten oder einbetten. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen das Video einbetten. Ich klicke auf Weiterleiten. Dann ist erst der Link da. Und ich möchte aber nicht den Link haben. Ich möchte einbetten. Das ist dieser Button hier links unten. Ja, jetzt, wenn ich das geklickt habe, erscheint hier zunächst mal so ein kryptischer Code, der aber noch nicht der ist, den wir für Fronter gebrauchen können. Dazu müssen wir noch zwei Haken setzen. Einmal erweiterten Datenschutzmodus aktivieren und alten Einbettungscode verwenden. Wenn ich das habe, dann verändert sich dieser kryptische Code hier. Ich klicke hier rein und werde mal alles markieren, was da ist. Alles. Und dann mit Steuerung C, ohne zu verstehen, was da steht, kopiere ich diesen Code. Ich wechsle zurück nach Fronter. Und jetzt muss ich diesen Code hier einbinden. Aber der Code ist kein Text, sondern sogenannter HTML-Code, den ich nur dann einbinden kann, wenn hier Seitenquelltext aktiviert ist. Quelltext wechselt in die sogenannte HTML-Darstellung, die für Internetseiten wichtig ist. Und ich gehe ganz ans Ende, tippe einmal auf Enter und mit Steuerung V füge ich diesen Code ein und gehe auf Speichern. Jetzt erscheint hier ein graues Fenster, das ist nicht weiter schlimm. Ich gehe auf Schließen und das war es eigentlich. So habe ich mein YouTube-Video auf Fronter eingebettet.